Und damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. Und wenn ich hier stehe, wisst ihr, was das bedeutet? Heute ist die alte Wespenkönigin dran. Gehe natürlich wieder total auf Grit, das ist klar. Esse meinen Super Toast. Und nehme ein paar Tränke zu mir. Giftresistenz. Schadensreduktion. Kann sie ja schon mal rufen. Extra Schaden. Und Grit Chance. Sie hat Frost. Ich habe so die Arschlochkarte gezogen. Ja klar, ruf erstmal deine Minions. Ich bin ja eh super langsam. Hab keine Ausdauer. Das ist... Wenn sie da oben ist, kann ich ihr eh nichts. Extra für dich. Geschenk von mir. Ist weit genug unten. Was machst du für eine Flugshow? Hör auf damit! Ich bin fast tot! Ich bin so super langsam! Ich sehe nichts durch die Leichname ihrer Minions. Also wenn er noch langsamer schießen würde, würde er rückwärts schießen. Hör auf, deine Flugshow durchzuziehen. Ausdauer. Ich habe doch gerade einen Trank getrunken. Ah, ihr Minions schützen sie. Wenn ihre Minions sie nicht schützen, dann verfehle ich. Ich komme hier nicht durch. Boah. Die Tick-Total-Ausfalle.
Die tickt gerade total aus. Ich. Könnt mir darüber reden, dass das zu viele Minions sind? Ich werde die ganze Zeit nur belästigt. Jo, sie ist tot. Sie ist tot. Guckt euch mal bitte die vier Minions an. Guckt euch mal bitte an, wie viele die am Ende hatte. Also, ohne Flachs. Die ist so unbalanced. Die ist so dermaßen unbalanced, die Wespenkönigin. Da müssen sie dringend eigentlich was ändern. Das ist bei weitem nicht mein erster Versuch gegen sie. Ich möchte das hier allen mit dieser Stelle einmal erwähnen. Denn ich hatte Versuche. Da hatte sie 8 Drohnen mit sich im Raum. 8 Drohnen, die sie komplett wieder hochgeheilt haben, von der Hälfte ihrer Energie auf volle Energie. Die ist einfach unbalanced durch 10. Und die wird in jeder Dimension schlimmer. Oh, nee. Oh, nee. So. Meine Mahlzeit habe ich sogar noch. Ach, die habe ich gar nicht eingesetzt. Naja, was soll's. Egal, was habe ich denn gekriegt? Schrott. Noch mehr Schrott. Ach, boah, ich habe nur Schrott gekriegt für die. Ich habe für die Alte nur Schrott gekriegt. Oh. So. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Den Pfeil kann ich mir schenken. Der ist einfach mal verloren. Ich müsste rein, theoretisch, erstmal mein Equipment neu zusammenlegen. Hier, der. Wo ist der Hammer? Da. Da, 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 wo ist die Fackel? Hier, da vorne kam der Dolch hin. Ich weiß gar nicht, was war in zweiter Position? Was war hier an zweiter Position? Durchgehen, Feuerstab haben wir da hinten, den sauren Stab, damit hatte ich es auch mal probiert, das ist total in die Hose gegangen. Ich sag's, wie es ist. Hier, du kannst mal da hin. Was war hier an zweiter Position? Die habe ich alle vorne. Die habe ich da. Schaufel. Keine Ahnung. Hier. Kriegst den Feuerstab auch nochmal. Ich weiß es nicht. So. Fakt ist erstmal, ich muss was davon sammeln. Volle Kanne daneben? Ich muss nämlich wieder Pfeile herstellen. Ich hatte einige Versuche mit verschiedensten Techniken. Nee, hier gehen wir nicht lang. Und die haben alle nicht hingehauen. So, liegt hier noch mehr rum? Da. Ja, es ist halt nicht vorteilhaft, dass ich die Termitenaxt weggegeben habe. Das ist eine Einhandwaffe, damit wird es gehen. Da könnte ich die ganze Zeit die Fackel mithalten. Aber wichtig ist erstmal, das alte Vieh ist tot. Das alte Vieh ist tot. Und also, ich glaube, es ist mein 7. Versuch mindestens. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Und ich habe einiges probiert. Ich glaube, mal meiner Basis dann zeigen wurde. Ich kann es einfach erzählen. Also ich habe es versucht, mit Supergiftpfeilen gegen die Massen von Drohnen anzukommen.
Hat nicht geklappt. Die haben darüber gelacht. Die haben mich ausgelacht, haben mit dem Flügel auf mich gezeigt und haben gesagt, sieht ihn euch an, ihr glaubt wirklich, Giftpfeile helfen, was? Also ein super Giftpfeil, wohlgemerkt. So haben die gelacht. Dann habe ich diesen Sauerstab ausprobiert, in der Hoffnung, dass er helfen würde. Aber der ist nicht wie die Sauerfähigkeit, die die immer wählen. Der ist viel schwächer. Der trifft die auch nicht wirklich. Meinen Feuerstab habe ich probiert, weil ich den schon ein bisschen gelevelt habe. Da haben die drüber gelacht. Da haben die einfach mit dem Flügel auf mich gezeigt und haben gelacht. Es waren fantastische Wege. Ich habe extra... Kann ich ja mal zeigen. Die hier auf Level 12 gebracht. Damit ich irgendwie eine Chance habe, weil es gibt keine salzige Axt. Gut, gegen Axt ist sie sowieso resistent, aber es gibt keine salzige Axt. Das ist die einzige von sich aus salzige Zweihandwaffe. Und habt gesehen, wie ich jetzt gelitten habe. So. Ab nach Hause. Nee, halt. Ich gönn mir noch was. Tolle Musik, die viel zu laut ist, wo man meine Stimme nicht hört. Aber ich brauche das jetzt. Ich brauche das nach diesem Sieg. Bin sehr deprimiert, weil es so lange gedauert hat. Excellent. Cell integrity appears nominal. You might be the best assistant I've ever had. But don't tell Burgle that. He's just looking for an excuse to use that grilling function. Anyway, back to the spacer. Maybe we can get you home before dinner. Wie meine Rüstung einfach mal schon im roten Bereich ist. Die habe ich extra vorher noch repariert. Oh, jetzt habe ich es euch gar nicht gezeigt. Vor dem Eingang, wo mein Zelt ist, da habe ich die Trophäe aufgestellt. Wie mit ihrem Kopf. Ich hätte wahrscheinlich noch eine Trophäe für normale Bienen, normale Wespen daneben stellen sollen. Dass ich gegen die auch extra Schaden mache, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich stackt oder ob der eine Effekt den anderen aufhebt. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Und der hier habe ich ganz schön wenig bekommen. Von der alten Brutmutter. Oh, die Musik ist aber auch wirklich gut. Ach, da habe ich. Waben habe ich hiermit? Müsste eigentlich nicht sein. Naja, egal. Ich soll es nicht stören. Falsche Truhe. Bumm. 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 Zack. Zack. So. Ihre Einzelteile hier rein. Da liegt ja schon mehr als genug von ihr rum. Mit dem Fleischwolf da oben habe ich eigentlich nicht weiter gehandhabt, muss ich ganz ehrlich sein. Dass ich wieder ein paar Tränke habe, da habe ich viel zu wenig von. Ich habe vielleicht noch welche in der Kiste, die ich snacken kann, ja. Ja, snack ich die. So, gucken wir mal, was sind das für Waffles? Schrott. Schrott, auch wenn es bedeutend reflektierter Schaden ist. Und Schrott. Sollte vielleicht ein paar Salzpfeile wiederherstellen.
Salzpfeiler. Auf der nächsten Dimension gibt es wieder alle Süßigkeiten. Ich möchte nicht auf Süßigkeiten verzichten. Also hier im Spiel. Ich stelle auch ein paar von den Holzsplitterpfeilen wieder her. Habe ja sonst hier eigentlich nichts... Nein! Nein, 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 nein! Two arms! Two arms! Das muss jetzt nicht sein. Das muss wirklich nicht sein, dass die mich jetzt noch überfallen nach so einem Kampf. Wo kommen sie her? Nee, das ist eine Gehirngewaschene. Aber ja, mit Verteidiger mache ich extra Schaden. Sind zum Glück nur die blöden roten Ameisen, obwohl ich gar nicht weiß, warum die mich angreifen. Weil mit denen habe ich gar nichts mehr zu tun gehabt. Warum greift ihr an? Erkläre dich. Glück gibt's am Eisen. Das hilft dir ungemein. Mit Wachhund in der Kombination unheimlich tödlich. Die halten normalerweise viel mehr aus. Ich habe nämlich den anderen Eingang. Kann das immer schwer ab... Da kommen sie. Oh, sie stecken fest. Ja. Stecken fest. Naja, dumm. Und jetzt lernt sie fliegen. In den Spinnenweben. Geht nach Hause. Ich will hier niemand. Aha, du steckst fest. Ah, der Angriff ist gleich vorbei. Hä, wo ist sie hin? Wo ist die hin, die feststeckt da? Die sind schon nicht mehr so aggressiv. Und es ist vorbei. Ey, musste echt nicht sein, dass sie jetzt noch angreift. Der letzte Tag in dieser Dimension. Und ihr Viecher, ihr seid die Überzeugung, oh, da müssen wir nochmal richtig reinrotzen. Nix da. Hier wird nicht reingerotzt. Ist ja ekelhaft. Und dann nur 330, ey. Ist ja ein Witz. Das sind die roten Ameisen. Doch, doch. Mit denen bin ich im Clinch. Die farme ich ja immer. Ich dachte, das sind die Feuerameisen. Ach, ich hab sie verwechselt. Sorry. Die hatte ich einfach verwechselt. Und ja, ich hätte mehr rausholen können. Gebe es zu, aber ich hab's gelassen. So, jetzt zerstöre ich noch diese Dinger. Ein bisschen Glipper. Und mit dem Fleischwolf habe ich eigentlich nichts mehr zu tun eigentlich. Ich habe sogar die schwarze Witwe hier drüben getötet. Ich weiß nicht, ob die wird neu spawnt. Aber ich habe sie getötet. Und im Kampf mit ihr ist mir aufgefallen, der Trick mit dem von oben runterschießen klappt nicht mehr. Die krabbeln dann einfach an der Wurzel hoch. Weil sie und die Wolfsspinne haben sich verbündet gegen mich. Hier eigentlich irgendwas Neues? Nö. Monatsspezifisches? Nix. Gibt nur so ein paar Monate, da gibt es richtig was zu holen. Anderen Monaten gibt es zumindest kleine Überraschungen. Und dann gibt es Monate, da gibt es gar nichts. Können wir mal nachgucken, ob sie wieder da ist. Hey, Fid. Nee, sie ist noch immer tot. Das, was ihr da gluckern hört, ist die Seuchenwolfsspinne.
Das ist was anderes. Das ist ein ganz anderes Problem. Meine Pilze sind nicht so schön nachgewachsen, wie sie vorher waren. Übrigens, mit Pilzziegel, die sind um einiges besser als die hier. Auch wenn die hier cool aussehen, durch ihre gleiche Form und dieses sehr hohe Wachsen. Die roten, die Fliegenpilze sind die besseren. Ich farm die auch manchmal, wenn ich einfach nur beim Schuppen bin. Da gibt es ja sehr viele davon und da kommt man sehr schnell viele Ziegel zusammen. Also wenn man das richtige Equipment in seiner Basis hat, wohlgemerkt. Irgendwas fehlt doch. Normalerweise ist hier noch ein Platz mehr belegt. So, ich guck mal noch nach den Trinkets oben in den Kisten. Ich muss eigentlich nicht nachgucken, es ist egal, aber... Naja. So. Bam, bam, bam. Hab ich. So, die habe ich verbunden, stimmt ja. Die fünf großen, ne? Ne, bam, bam, Tropfen. Tropfen, ja. Ach, Kaugummi, stimmt. Kaugummi gibt es ja nur noch einzeln. So. Ja, da machen sich Überlegungen breit bei mir. Bezüglich der nächsten Dimension. Ah, und die Gegner hier teilweise schon so ekelhaft sind. Also wirklich nur die Wespenkönigin. Es gibt Bosse, die... Hab keinerlei Benefit von diesen, oder nur wenig Benefit von diesen ganzen Dimensionen, so wie der Assistant Manager. Aber die, durch die Möglichkeit, immer wieder neue Drohnen zu spawnen, teilweise nach, kurz nachdem sie gespawnt hat, gleich nochmal spawnen. Ich hatte, wie gesagt, mehrere Versuche, nicht nur einen. Da waren 8 Drohnen auf einmal da. Und die kriegst die nicht klein, weil die sich alle gegenseitig hochheilen. Das ist dermaßen unbalanced. Verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Jetzt weiß ich, was fehlt. Du fehlst. Tja, ja, da ist er, der Wespenkopf. Der hat gefehlt. Ein Teleporter. Ich wusste doch, ein Objekt fehlt. Ja, ja, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ich hau jetzt nach Hause ab. Mach dann Folgenende, dann ist die halt ein bisschen kürzer, aber wir brauchen hier nichts mehr. Wir haben hier alles. Alle Grundvoraussetzungen sind erfüllt. Alle frei erwerbbaren Trinkets geholt. Die verrotteten Waffen lasse ich aus Prinzip liegen. Da habe ich schon mehr als genügend Kopien rumliegen. Ja, irgendwann ist auch einfach mal gut. Was mir zwischendurch aufgefallen ist, bei diesen mächtigen Klumpen, dass man gar nicht den obersten Schleifstein braucht, sondern diesen mittleren, um die herzustellen. Ich weiß gar nicht, wann sie das geändert hatten, weil früher war das doch wirklich so. Du brauchtest für diese mächtigen und die funkelnden oder die glitzernden Juwelen oder wie die anderen auch immer heißen, brauchtest du eigentlich früher immer den obersten Schleifstein. Jetzt brauchst du diesen mittleren halt für die. Finde ich nicht schlecht, weil der mittlere, da geht so ein bisschen unter. Die Kleinen halt, aber die Kleinen kriegst du schnell aufgebraucht, wenn du deine ganzen Rüstungen upgradest. Brauchst du einige für jede Rüstung. Aber war schon kurios. Und zack. Oh, Fallschaden. Nicht erlitten. Sie ist nicht mehr da, sie ist tot, sie ist tot. Wo ist die blöde schwarze Witwe? Sie ist tot. Dieses Bauprojekt, was nie abgeschlossen werden wird. Ich muss persönlich sagen, es gefällt mir auch nicht so wirklich. Ich weiß gar nicht, warum ich es gebaut habe. Weil ich es schon mal gebaut hatte. Ich hatte mir große Vorstellungen gemacht, aber die Baumöglichkeiten haben mich begrenzt. Naja. Ich wollte so ein kleines Mausoleum in die Mitte stellen. Vielleicht irgendwann mache ich es mal. So aus Betonwänden oder so mit so einem Federdach. Mal schauen, ob ich das jemals angehe. Ne, hier. Die. Und euch hier mit rein. Wenn wir einen Vorrat haben.
trinken mal noch hier aus dem Orchideen-Ding. So. Kriegen wir da nicht auch einen Buff für eigentlich, für das Orchideen-Ding? Nee, ne? Leider nicht. Egal. Wir haben sie besiegt. Ich habe sie besiegt nach zig Versuchen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gehen wir in die nächste Dimension. Auf Wiedersehen, reingehauen. Tüdelü.